Ringnachwuchs.
egal. Ja. Was hast du noch? Was hast du noch? Jawohl. Thank you.
dein Motor gehört. Lauter! Ja, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser ist von der Lautstärke. So. Die ersten 2,24 Stunden von Liebesheim sind rum. Dafür mal einen Applaus. Ich glaube, alle Teams wissen, was sie heute geleistet haben. Es war ein regnerischer Tag. Trotz allem muss ich mich auch nochmal, ich denke, im Namen aller Teammitglieder und allen Teams bei den, ja, ich nenne es mal, dem harten Key, dem harten Kern der Zuschauer bedanken. Dass sie trotz dem Wetter noch bis zum Ende geblieben sind. Wenn ihr alle Teams angucken, haben sie sich einen harten Kampf geliefert. Ich selbst habe noch nie Menschen mit so viel Schlamm gesehen. Deswegen denke ich, können wir das ganze Rennen mit einem positiven Ende abschließen und würden nun zu den Platzierungen kommen. Vorab natürlich möchten wir uns nochmal bedanken beim Thomas Unger, der die drei Pokale mit dem Markus Strasser gesponsert hat. Da bitte nochmal einen herzlichen Applaus. Des Weiteren, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, einen herzlichen Dank an die an den SV Olympia Bievigsheim, die sich sofort bereit erklärt haben, heute an dem Rennen teilzunehmen bzw. zu helfen. Einen herzlichen Applaus. Ich könnte noch weitere unzählige Helfer aufrufen, aber wir kommen jetzt zur Platzierung. Jeder bist du? Wie ist der Notar? So, wir beginnen mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 belegt das Team Nummer 4, Schäfer der Dritte. Kopf rein. Der Thomas nimmt schon den ersten Pokal und wird ihn auch überreichen an das Team, die schwarze 8. Bekes! Mit 206 gefahren. 206! Hallo! Der Sieger den zweiten Platz beim ersten Rasentraktorrennen Bievigsheim belegt das Team mit der Nummer 5, Team Wagenrad. Weniger ist manchmal mehr. 3-4! Da ist das Team! Ja, Fahrende Rundenzahl beträgt hierbei 210 Runden. So. Und nun darf ich Ihnen den Sieger des Rennens verkünden. Mit 231 gefahrenen Runden, Team Nummer 3.
Danke fürs Zusehen und Zuhören. Ja, dem Organisationsteam jetzt schon im Vorfeld wünsche ich viel Erfolg. Ist viel Arbeit, was auf euch zukommt. Das alles ehrenamtlich zum Wohle der Riedgemeinden. Das ist doch eine schöne Sache. Also dann bis spätestens zum 20.08. in Biebesheim. Und tschüss.